Die irische Billigfluglinie Ryanair verkündete, wie sie selbst in ihrer Pressemitteilung feststellte, auf einer Pressekonferenz im Januar einen Meilenstein in Berlin. Bis zu diesem Tag, so die Pressesprecherin, habe man 3,4 Millionen Passagiere in Schönefeld abgefertigt. Eine stolze Zahl. Und die Fluggäste sollten belohnt werden. Zur Feier des Tages haben wir Tickets freigeschaltet ab Berlin für 3,4 Euro. Das Ticket, 10.000 Tickets sind freigeschaltet. Freigeschaltet wurde zwar verkündet, war aber nicht. Eine junge Journalistin kontrollierte die Aussage auf ihrem iPhone und siehe da, die günstigen Tickets waren trotz Ankündigung noch nicht online. Die etwas ungehaltene Erwiderung, das kann nicht sein, konnte sofort widerlegt werden. Naja, eine kleine Entschuldigung an dieser Stelle und alle anwesenden Journalisten hätten den Lapsus mit einem Lächeln weggesteckt. Ein Aufhorchen ging durch die Reihen der Redakteure, als die Pressesprecherin verkündete, dass Ryanair die weltweit beliebteste Airline sei. Das war neu. Worauf sich die Aussagen beziehen, wurde nachgefragt. Die unplausible Antwort: aus unseren stetig wachsenden Passagierzahlen. Wenn der Chef der Airline Michael O'Leary, der als witziger und schlagfertiger Zeitgenosse bekannt ist, so etwas gesagt hätte, hätten wohl alle darüber gelacht. Nun ja, dumm gelaufen. Heiterkeit verbreitete sich auch bei der Feststellung, dass man neben Frankfurt Hahn auch in München West eine Base habe. Auf Nachfrage, wo denn bitte München West sei, kam die Antwort: na, das ist Memmingen. Google Maps rechnet aus, dass man die Strecke von 116 Kilometer in einer Stunde und 21 Minuten zurücklegt. Ansonsten macht die Fluggesellschaft nicht nur durch ihre Billigangebote von sich reden. Wir erinnern an den Toiletten-Euro. Bei der inzwischen ad acta gelegten Idee sollte jeder, der das Örtchen benutzen wollte, einen Euro bezahlen. Im Augenblick denkt man bei Ryanair darüber nach, dass übergewichtige Menschen mehr zahlen sollten. Wer sich in einschlägigen Internetblogs, zum Beispiel bei www.bloggingtom.ch, über Ryanair informiert, kann sich selbst schnell eine Meinung bilden. Doch eines sei an dieser Stelle festgehalten: die beliebteste Airline der Welt ist Ryanair bestimmt nicht. Doch bei allem, was recht und billig ist, im Vergleich zu anderen Fluglinien gibt es bei Ryanair wirklich die billigsten Tickets. In diesem Jahr sollen 66 Millionen Menschen mit der Fluglinie befördert werden. Und das teilweise zu Aktionspreisen, die der Kunde kaum nachvollziehen kann. Da braucht sich die Airline nicht zu verstecken. Mit Spannung erwarten wir die nächste lustige Pressekonferenz von Ryanair.